Ich habe nicht erwartet, wieder solch einen 819 PS starken Lamborghini Sian zu fahren. Beim vergangenen Mal hatten wir 0 Grad und es war am Schneien. Heute haben wir 28 Grad Celsius, also wunderschönes Wetter und es weht ein lauer Wind. Ich bin wieder an der Küste, um wieder ein ganz besonderes Modell zu testen. Einen Lamborghini mit 4000 PS. Das ist die Technoma for Lamborghini 63, eine Yacht, die in Zusammenarbeit mit Lamborghini entstanden ist. Ein weiterer Partner ist eine Marke der Italian Sea Group, ein Bootsunternehmen am Hafen von Marina di Carrara, das Luxusjachten baut. Um die Gründung von Lamborghini zu feiern, produziert Technoma eine limitierte Anzahl an Yachten, nämlich genau 63. Diese Zahl kommt im Namen vor und spielt außerdem auf die Länge der Yacht an, die genau 63 Fuß, also 20 Meter lang ist. Die 63 ist außerdem die Anzahl an Cians, die Lamborghini in Zukunft bauen möchte. Wie ich erwähnt habe, habe ich den Cian vor einigen Monaten selbst getestet und das Video ist auf dem italienischen YouTube-Kanal von motor1.com verfügbar. Und das ist der Ursprung dieses Projekts. Wir sprechen hier von einem Daycruiser, so werden diese Arten von Yachten bezeichnet. Das Boot verfügt über einzigartige Features, die eigentlich nur bei luxuriösen Speedbooten zum Einsatz kommen und darüber haben wir mit dem Hersteller gesprochen. Wir sind der Geschichte von Lamborghini gefolgt und haben sie neu interpretiert. Das Design haben wir an die Form einer Yacht angepasst, was wegen der hohen Leistung des Bootes sehr speziell ist. Wir mussten verschiedene Parameter beachten und in die Planung aufnehmen. Es war wie bei einem Supercar von Lamborghini. Die Aerodynamik ist ebenfalls sehr wichtig, in unserem Fall die Strömungsdynamik. Wir mussten da auch beim Style verschiedene Parameter beachten. Wir mussten immer im Hinterkopf behalten, dass Lamborghini nicht nur mit seiner technologischen Exzellenz besticht, sondern auch mit dem Fahrzeugdesign. Die Autos erkennt man sofort und sie sind einzigartig. Jeder Sportwagen hat seine eigene technische Struktur, aber wie ist das eigentlich bei Booten? Weil wir mit Centro Stile Lamborghini, dem Lamborghini Design Studio, zusammengearbeitet haben, war es uns möglich, neue Materialien einzusetzen und mit einer anderen Perspektive auf unsere Yachten zu schauen. Wir haben außerdem am Maschinenraum gearbeitet, um diesen attraktiver zu gestalten, obwohl er in unserer Branche eigentlich nur eine technische Funktion hat. Hier hat er eine hohe Priorität gehabt. Der mittlere und hintere Teil der Yacht können komplett geöffnet werden, um den Maschinenraum zu zeigen. Wir mussten außerdem mit Materialien arbeiten, die wir normalerweise nicht verwenden. Wir haben Kohlefaser für die Ausstattung und das Deck genutzt. Alle Teile wurden in diesem Material gefertigt und dazu gehören auch die Accessoires sowie das T-Top. Das Gewicht hat eine hohe Priorität eingenommen und das von Anfang an, um eine hohe Leistung und ein gutes Handling zu garantieren. Für uns war es wichtig, das Gefühl zu replizieren. Also diese positiven Vibes, die ein Fahrer spürt, wenn er einen Lamborghini Supercar fährt. Da es sich hier um eine Yacht handelt, ist das nichts, was wir als selbstverständlich ansehen. Um das sogenannte Supercar des Meeres zu konstruieren, haben Designer und Ingenieure der Italian Sea Group und von Lamborghini zusammengearbeitet und ihre Inspiration und Erfahrung einfließen lassen. Und das natürlich bis ins kleinste Detail. Diese Details scheinen manchmal trivial zu sein, aber sie sind dazu da, dass der Kunde das Gefühl bekommt, einen echten Lamborghini zu fahren. Wir haben das Sechseck beibehalten und haben uns vom Lamborghini Sian inspirieren lassen. Außerdem kann dieses Boot in jeder Farbe aus dem Lamborghini-Sortiment lackiert werden. Die Yacht wird außerdem durch ihre Y-Form und den diagonalen Linienführung charakterisiert. Schauen Sie sich dieses Interieur einmal genauer an. Hier haben wir das Gefühl erschaffen, sich wie ein Kampfjet-Pilot zu fühlen. Man kann ja auch den Sitz vom STO einbauen und das Lenkrad vom Sian. Des Weiteren sehen wir Grafikelemente genauso wie beim Lamborghini aus. Über allem, was die Kabine angeht, steht aber, dass der Kunde den Innenraum so erlebt,
als wäre er im Cockpit seines Autos, das dann zum Boot passt. Man kann dann schlafen, als wäre man an Bord der SVJ. Auf dem Deck gibt es so viele Anspielungen auf die Autos von Lamborghini und davon schauen wir uns jetzt einige mal an. Wir starten beim Seileinstieg. An dieser Stelle wurde gefräst und so werden die Auspuffrohre von Lamborghini nachempfunden. Die Heckleuchten sind etwas ganz Besonderes, weil es sie so normalerweise auf Yachten nicht gibt. Schauen wir uns den Bug an, wo wir das Sechseck auf diesem Deckel sehen, der uns an die Tankdeckel von Lamborghini erinnert. Es gibt an Bord auch einen Kühlschrank, der mit diesen Luftschlitzen versehen ist, was ebenfalls eine klare Anspielung auf die Lamborghinis ist. Dann haben wir noch die Handläufe, um sich festzuhalten. Und hier gibt es auch gleich in der Nähe des Kühlschranks eine weitere Besonderheit. Man kann hier seine Geräte mit einer kabellosen, induktiven Ladestation einfach aufladen. An dieser Tür sind dieselben Türgriffe verbaut wie bei den Straßenautos. Die Seriennummer ist 1 von 63. Das ist also das erste Boot der limitierten Edition. Im Cockpit gibt es das Steuerrad, das wir alle von den Lamborghinis kennen. Es gibt zwei Knöpfe, um sowohl den Motor als auch die Drosselklappenhebel zu starten. Den Segelmodus kann man über diesen Touchknopf auf dem Dashboard, genauer gesagt im Steuerhaus, einstellen. Hier kann man die besten Segelmodi auswählen. Der Rennmodus wird genutzt, um das Maximum aus der Yacht herauszuholen. Wenn Sie ankern, können Sie den Leistungsoutput beider Motoren drosseln. Die Front ist wie bei den Autos. Und dann gibt es noch weitere Details, wie diese sechseckigen Luftschächte. Sie lassen den Kunden das Gefühl haben, einen echten Lambo zu fahren. Wir schauen uns weiter die Yacht von Lamborghini an und gehen weiter in die Details herein. Und jetzt geht es unter Deck, wo die Kabinen, Bäder und Essbereiche zu finden sind. Folgende Designs stehen dabei zur Auswahl. Die Lounge-Version ist mit einem privaten Bad ausgestattet, um genügend Privatsphäre für den Schiffsbesitzer zu gewährleisten. Es gibt einen offenen Bereich mit Sofas, einer Küche, einem Lagerraum und einem Kleiderschrank. Die zweite Version verfügt über eine einzelne Kabine und bei dieser Alternative sind die Küche und der Bugbereich getrennt, damit es Platz für ein King-Size-Sofabett gibt. Die vordere Kabine ist groß und es gibt genügend Platz für den Besitzer, der auch hier ein privates Bad hat. Die dritte Option bietet eine Doppelkabine mit zwei individuellen Räumen. Es gibt die Kabine für den Besitzer, die mit einem King-Size-Bett wie aus einem Luxushotel ausgestattet ist. Dazu gibt es eine Gastkabine mit zwei individuellen Betten. Und diese beiden Betten lassen sich auch einfach zu einem Doppelbett zusammenschieben. Alle Farben und Materialien können dank des Ad Personam-Programms individuell gestaltet werden. Dieses Programm wird auch bei den Lamborghinis auf der Straße eingesetzt. Wie die Straßenautos von Lamborghini charakterisiert dieses Boot die einzigartige Leistung und Dynamik. Immerhin kommen 4000 PS starke Motoren zum Einsatz, die 65.000 Newtonmeter Drehmoment erzeugen. Das Gesamtgewicht des Bootes beträgt insgesamt 24 Tonnen. Es ist an der breitesten Stelle 18 Fuß, also 5,50 Meter breit. Insgesamt finden bis zu 12 Passagiere auf der Yacht Platz. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 Knoten, also 111 Kilometer pro Stunde, weshalb diese Yacht die schnellste in der Technomar-Flotte ist. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 40 Knoten, also rund 75 Kilometer pro Stunde. Natürlich muss dann aber auch nachgetankt werden. Die Benzinkapazität liegt bei 3600 Litern. Damit kann man immerhin 210 nautische Meilen zurücklegen bzw. rund 10 Stunden lang fahren. Das bedeutet, dass pro Stunde 360 Liter verbraucht werden, was für ein so schnelles Boot gar nicht so schlecht ist. Das haben die Ingenieure dadurch geschafft, indem leichte Materialien verbaut worden sind. Dazu gehört beispielsweise Kohlefaser. Es wurde außerdem auf alle technischen Bereiche besonders viel Wert gelegt. Dazu gehört natürlich auch die Aerodynamik, an der extrem gefeilt worden ist. Schauen Sie sich beispielsweise die Form des Verdecks an, das im Vergleich zu ähnlichen Booten größer ist, um die Passagiere vor Regen und der Sonne zu schützen.
Ich habe selbst erlebt, wie sich dieses spezielle Boot im Wasser verhält. Ich habe mit Lino Di Biase gesprochen, dem ehemaligen Offshore-Weltmeister und technischen Berater. Er hat Jahre mit dem Testen solcher Boote verbracht und an den Einstellungen gefeilt. Er hat mir von den Schubdüsen und anderen Merkmalen des Rumpfes erzählt, wie beispielsweise die Strikes, die den Wasserstrom leiten und dabei helfen, den Rumpf zu heben. So wird der Auftrieb generiert, wobei die sogenannten Steps dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie kontrollieren die Längsstabilität des Bootes. Der Auftrieb wird bei hohen Geschwindigkeiten auch vom Wasserfluss beeinflusst. Die Luft strömt unter den Rumpf und hilft so, dass das Boot über das Wasser gleitet. So wird also der hydrodynamische Widerstand verringert. Um die Leistung zu maximieren, gibt es noch einstellbare Flügel, die es dem Kapitän erlauben, die Bootstrimmung auszubalancieren. In anderen Worten, die Position des Schiffes im Vergleich zum Wasser. Begriffe wie das Rollen und Einknicken, die wir oft in der Welt der Sportwagen hören, kommen aus dem Schiffsbau. Die Techniker haben bei diesem Boot viel Wert darauf gelegt, dass es seinen Kurs hält. Und das ist auch der Grund, warum es so schnell ist. Jetzt fehlt natürlich nur noch der Preis. Vielleicht haben Sie sich da schon ein wenig gewundert, aber es gibt noch keinen offiziellen Preis. Wir können aber verraten, dass er sich auf dem gleichen Niveau wie beim Lamborghini Sian bewegt. Welche Version würden Sie nehmen? Schreiben Sie es in die Kommentare und lassen Sie es uns wissen.